herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Guten Morgen. 5 Minuten. Wir müssen gleich los. Komm. Soll ich dir ein Brot machen? Ich habe noch keinen Hunger. Kaffee? Ja. Und? Aufgeregt? Nö. Warum? Toi, toi, toi. Mama, wie bist du denn drauf? Kreislauf stabil? Ja. Atmung? Ist stabil. Wir sehen uns gleich im Röntgen. Gab es keinen größeren? Mama. Oh, Mami. Oh, jetzt lass es. Morgen. Hier. Probier den mal. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ach, Frau Doktor, so früh. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich kann noch meine Kleine zu ihrem Geburtstag nicht allein hier antanzen lassen. Stimmt. Naja, wir beißen schon nicht. Caroline, Schwester Luisa. Hallo. Alles Gute zu deinem Geburtstag und für dein Praktikum hier bei uns. Dankeschön. Hast du vernünftigen Kaffee kochen? Kaffee kochen? Und kopieren. Ich sehe, sind die Patientenlisten, die brauchen wir 15 Mal. Filter, Kaffee, Kaffeemaschine. Es geht dann auch gleich richtig los. Es wird schon noch andere Aufgaben geben. Süßes, Nervennahrung. Und wenn was ist, ich bin in meinem Sprechzimmer. Gab es irgendwelche wichtigen Vorkommnisse letzte Nacht? Neuzugänge? Ja, den Koma-Patienten. Der kam wegen Bettenmangel aus der Unfallchirurgie zu uns rüber. Wir haben auch einen Neuzugang. Caroline wird unser heute tatkräftig als Schülerpraktikantin unterstützen. Hi. Der Patient von der 23 hat wieder ins Bett gemacht. Ich habe es noch nicht geschafft, ihn wieder sauber zu machen. Nicht ich schon wieder. Lass mal, ich mach das dann. So, die Windel, die kommt in das Rote, Laken ins Blaue und dann geht's weiter in der 22. Oh, guten Morgen, jetzt ist Ruhe im Karton. Wir sind hier in einer Klinik und nicht im Kindergarten. Es ist Linus, entfernt deine Mutter morgen seine Mandeln. Gut, wird spritzen. Angstmacher. Und was mit Max ist, das siehst du ja selbst. Und Elvis, der bekommt morgen seinen Blinddarm raus. Guten Morgen, ihr drei. Also, Caroline hilft euch jetzt beim Waschen und wenn ihr brav seid, dann gibt's auch Frühstück. Und pass auf, dass die Schlawiner auch ja ihre Tabletten nehmen. Besonders Linus, damit deine Entzündung endlich abklingt. Ja. Okay. So, waschen, Zähne putzen, Schlafanzüge aus. Hast du gar nicht so zu kichern? Ich verstehe überhaupt keinen Spaß. Wie jetzt? Treffen sich zwei Jäger? Beide? Tot. Sie haben beide geschossen. Nur weil sie sich getroffen haben? Das ist doch der Witz. Tödlich getroffen. Beide. Das ist aber doch traurig, wenn es Tote gibt. Tja, manche Witze sind traurig. Hab ich vorher auch nicht richtig drüber nachgedacht. So, und jetzt eure Tabletten. Für jede erwischte Tablette gibt's 2 Schokonüsse. Das ist unfair. Ich krieg gar keine Tabletten. Aber ich. Quatsch, Max darf auch mitmachen. Gut, Schokonüsse für jeden. Jetzt die Schokonüsse. Caroline, wo bleibst du? Ist was? Nein. 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 Tabletten sämtlich eingenommen. Fein. Gut, dann kannst du jetzt Schwester Irina auf der 20 helfen. Ja, jetzt? Ich krieg ja keine Tabletten. Nein, du nicht. Stopfst du den Schlauch bitte mal voll? Wir müssen Paul ein bisschen in Watte packen. Sonst gibt's wunde Stellen vom Liegen. Wird er wieder aufwachen? Sie hoffen es. Ein Traumahämatom. Paul liegt im Koma.
Deine Mutter sagt immer, wir sollen mit ihm reden. Und wie ist das passiert? Er hat einen schweren Autounfall mit seinem Vater. Der liegt in einer Spezialklinik und ist transportunfähig. Und seine Mutter? Die ist vor einigen Jahren gestorben. Wolfgang, doch noch heute in den OP. So, Caroline, das bringst du bitte ins Labor, aber beeil dich. Die Kollegen warten drauf. Jetzt ins Labor, ich weiß. Wir müssen den Druck auf Pauls Gehirn entlasten. Die Infusionen reichen nicht mehr aus. Ja, wir operieren, wie besprochen. Haben Sie was von Pauls Vater gehört? Die Kollegen hoffen, dass er durchkommt. Mama, wo finde ich das Labor? Das ist meine Tochter Caroline, Schülerpraktikantin. Heute 17 geworden. Professor Geller, unser Chefarzt. Hallo. Hallo, herzlichen Glückwunsch. Sie wollen also in die Fußstapfen Ihrer Mutter treten. Mal schauen. Kann ich nachher mit auf Visite? Am besten ist, du kommst gleich mit in den OP. Das Labor ist im Untergeschoss. Türen 73 bis 80. Ganz einfach, das findest du. Mama, wodurch entsteht ein Koma? Ach, Paul. Paul hat ein Hämatom im Gehirn und das... Erklärt deine Mutter heute Abend auf deine Geburtstagsfeier, ja? Wir müssen los. Ich muss zur OP. Bis dann. Tschüss. Okay, sehr gut. Totale abdominale Hysterektomie. Hysterektomie. Entfernung der Gebärmutter. 6.9.1991. Hallo? Hallo? Feiert ihr noch nicht? Glückwunsch. Wo ist Claudia? Die ist noch im OP. Ich habe leider nur was ganz Kleines für dich. Ach, Thomas. Gefällt sie dir? Danke. Toll. Ja, dann fahr mal los. Vorsicht, nicht so schnell! Was war das denn? Braucht man für sowas nicht einen Führerschein? Den hat sie doch schon längst. Ach, wann habt ihr das gemacht? Geheimnis. Und, hast du schon mit ihr geredet? Worüber? Dass ich bei euch einziehen will. Vielleicht hat sie ja was dagegen. Männer, die Motorroller verschenken, sind immer willkommen. Naja, so richtig Freude sieht anders aus. So, und jetzt? Aha. Auspusten. Wünsch dir was. Bravo. Das ist von mir. Ein gemeinsames Wochenende in London. London? Warum? Nur wir beide. Dann komm ich mit. Sorry, ladies only. Probierst du den mal an? Ja, der ist doch sehr schön. Ganz die Mutter. Caro. Was ist denn los? Was ist eine Hysterektomie? Ich dachte, es geht um Pauls Koma. Komm, wir schneiden deinen Kuchen an, ja? Mama, ich hab dich was gefragt. Eine Hysterektomie ist die Entfernung der Gebärmutter. Ich hab's gewusst, immer beim Essen. Wie kann eine Frau ohne Gebärmutter noch schwanger werden? Gar nicht. Und jetzt Ende der Diskussion, bitte. Warum ist denn das jetzt so wichtig? Weil meine Mutter nicht meine Mutter sein kann, wenn sie vor meiner Geburt eine Totaloperation hatte.
Das heißt, Karl und du, ihr habt Caroline damals adoptiert? Karl und ich, wir wollten unbedingt Kinder. Eine richtige Familie. Und dann kam der Befund. Ja, warum hast du mir nichts gesagt? Ja, wie soll ich denn mit dir darüber reden, wenn ich nicht mal mit ihr... Warum hast du ihr nichts gesagt? So fährst du mir nicht. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Warum hast du es mir nicht gesagt? Was macht das für einen Unterschied? Ich bin deine Mutter. Ja, eben nicht. Leck mich doch. Claudia, die Klinik. Das ist wichtig. Schwester Luisa, beatmen Sie ihn. Ich komme. Kümmerst du dich um sie? Hast du gewusst, dass ich adoptiert bin? Nein. Ehrlich? Weil ich wollte sie warten, bis du volljährig bist. Wenn Papa tot ist, sind wir doch sowieso keine richtige Familie mehr. Er war immer da, wenn ich ihn gebraucht habe. Ja, das war Claudia sicher auch. Du bist doch Anwalt. Wie kriege ich raus, wer meine richtigen Eltern sind? Was hat er gegessen? Nichts Besonderes, Frühstück und Mittag. Das ist ein anaphylaktischer Schock. Sein Kreislauf kollabiert. Ich brauche Adrenalin, Cortison, Antihistamin. Ja, Frau Doktor. Danke. Hat er noch was anderes gegessen? Ja, heute Morgen. Was heute Morgen? Schokonüsse. Schokonüsse? Wer hat um Himmels Willen Linus Schokonüsse gegeben? Die neue, die Hilfsschwester. Caroline? Deine Tochter, damit wir die Tabletten nehmen. Ich krieg ja keine Tabletten. Wie konnte das denn nur passieren? Hier hat doch jeder von seiner Nussallergie gewusst. Aber nicht meine Tochter. Es war ihr erster Tag. Sie stand unter meiner Aufsicht. Ich übernehme die Verantwortung. Darauf kommt es jetzt gar nicht an, Schwester Luisa. Eine Schülerpraktikantin verursacht bei einem unserer Patienten einen anaphylaktischen Schock. Das Kind hätte sterben können. Wie soll ich das bitte den Eltern erklären? Das werde ich übernehmen. Vielleicht ist mein Vater ja auch Kapitän. Und meine Mutter wartet irgendwo in einem fernen Hafen auf ihn. Vielleicht hier in Hamburg. Vielleicht gleich hier um die Ecke und ich renne tagtäglich an ihnen vorbei. Caroline, wir müssen reden. Nicht nötig. Thomas hat mir alles gesagt. Morgen gehe ich zum Jugendamt. Wie kannst du mit der den Rücken fallen? Ich habe ihr nur gesagt, an wen sie sich wenden kann. Nicht, dass sie hingehen soll. Was mischst du dich da überhaupt ein? Ist immerhin meine Tochter. Verstehe. Du weißt ja, wo ich wohne. Caroline? Caroline, bitte lass uns reden. Du hattest 17 Jahre Zeit, mit mir zu reden. Jetzt geht's ausnahmsweise mal nicht um dich, sondern um den kleinen Linus. Du hättest ihn fast umgebracht mit deinen Schokonüssen. Wie? Umgebracht? Er hat eine Nussallergie. Und warum hat mir das keiner gesagt? Ja, weil niemand in der Klinik damit rechnen muss, dass meine Tochter eigenhändig den Diätplan aushebelt. Und das mit Linus tut mir leid. Nur so nebenbei. Es waren deine Schokonüsse. Ich möchte, dass du dich morgen entschuldigst. Ja. Ja, ich werde mich entschuldigen. Aber nicht mehr als deine Tochter Caroline, Frau Dr. Claudia Kaiser. Und außerdem, vielleicht heiße ich ja auch gar nicht Caroline. Vielleicht heiße ich ja auch Melissa. Oder Marianne. Oder Melanie Victoria. Caro. Jetzt lass uns doch reden wie erwachsene Menschen. Für Papa.
Papa und ich machte es keinen Unterschied. Wir waren so glücklich, als wir dich endlich im Arm hielten, nach all dem Hoffen und Bangen. Ja, und nach all dem Hoffen und Bangen nimmst du dir doch gleich mal 17 Jahre Zeit. 17 Jahre lang lügst du mir ins Gesicht. Wann hätte ich es dir sagen sollen? Direkt nach Papas Tod? Oder dann, als du die Schule schmeißen wolltest? Du warst völlig am Boden. Ich? Wer hat sich denn damals nach Papas Tod die Tabletten reingepfiffen, hm? Wer war denn überhaupt nicht mehr ansprechbar? Caroline, das ist endgültig vorbei. Guten Morgen, Schwester Irene. Na, was macht der Patient auf der 23? Soll ich die Windeln wechseln? Von mir aus gerne, aber sowas teilt die Oberschwester ein. Okay. Guten Morgen, Schwester Lisa. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ich gestern beinahe mit Linus angerichtet hätte, tut mir leid. Sie werden sich zukünftig nicht mehr über mich beschweren müssen. Okay, so? Ja, das konntest du ja nicht wissen. Es wäre ja vielleicht auch meine Sache gewesen, dir das vorher zu sagen. Ja, oder vielleicht die Sache unserer Oberärztin hier? Kann ich bitte zuerst unserem Koma-Patienten guten Morgen sagen und dann die Windeln wechseln? Klar. Danke. Was ist los? Kleine, sehr tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten. Dir und deinem dämlichen Koma habe ich überhaupt erst im Lexikon nachgeschlagen. Verstehst du, sie konnte mich überhaupt nicht kriegen. Ich will kein verdammtes Adoptivkind sein. Ich will, dass alles so wird wie früher. Ich will, dass mein Papa wieder lebt. Ich will, dass er wieder zurückkommt. Papa. Caro. Mir fehlt Papa auch sehr. Aber wir haben doch uns. Wir haben das doch ganz gut hingekriegt bis jetzt, oder? Jetzt verstehe ich überhaupt. Papa nimmt dich nicht mehr in den Arm. Kein Erfolgskrimi mehr im Jahr. Keine tollen Partys. Keine Preisverleihung. Und so interessante Leute, die keine Ärzte sind. Und Caroline ist noch nicht mal deine richtige Tochter. Dann nehme ich doch gleich mal ein paar schicke Tabletten. Hab's ja bloß adoptiert, das Kind. Caroline! Du weißt, dass du absoluten Blödsinn redest, ja? Ich war völlig am Ende, ja. Aber du hast mich am Leben gehalten. Deinetwegen bin ich heute hier. Das verdanke ich dir, meiner Tochter. Das kann ja sein, Claudia. Aber du hast damals keine Rücksicht auf mich genommen, also brauche ich auch keine auf dich zu nehmen. Caro, das ist absolut unfair! Wo gehst du hin? Meine richtigen Eltern suchen. Caroline? Caro? Caroline? Nein, ich bin's. Thomas, ich mach mir solche Sorgen. Ja, ich auch. Wehe, du sagst ihr, dass ich hier bin. Ich will, dass sie sich richtig Sorgen macht. Ist sie bei dir? Ja, ja. Ich bin gerade mit einem Kollegen auf dem Wasser. Wir haben eine gute Flasche Bordeaux aufgemacht. Tu mir einen Gefallen. Bitte sorg dafür, dass sie morgen pünktlich zum Dienst erscheint, ja? Ja, wird gemacht. Und? Zufrieden? Mhm. Aber sie war's. Ja. Krieg ich noch was von deinem kostbaren Super-Bordeaux von 1995? 02, 1150. Genieß ihn. Du, Thomas, das ist doch jetzt voll peinlich, wenn ich da morgen zum Jugendamt gehe und da rumstotter. Kannst du das nicht für mich machen? Nein, nein, das dürfen nur Erziehungsberechtigte, also Claudia. Was erwartest du eigentlich von deinen richtigen Eltern? Weiß nicht. Dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin vielleicht. Ohne diesen Druck. Tu dies, tu das. Ich will halt mein eigenes Leben leben. Glaubst du nicht, dass deine echten Eltern glücklich wären, wenn du studieren würdest? Keine Ahnung. Vielleicht sind die ja voll anders drauf. Ist der Mensch ein unbeschriebenes Blatt, wenn er auf die Welt kommt? Es gibt so viele Dinge, die einen Menschen prägen. Ob durch die Veranlagung schon alles festgelegt ist, ich glaube kaum. Nun muss ich sie immer rausfinden. Genau. Krieg ich noch ein Glas? Klar. Pünktlichkeit muss sein.
Will sie denn ihr Praktikum überhaupt weitermachen? Sicher will sie das. Sie ist ja noch vor mir aus dem Haus gegangen. Frau Doktor, wir sind hier keine Kinderkrippe. Vorsicht, sonst versetze ich sie in die Geriatrie. Morgen. Hallo, hier ist die Mailbox von Caroline Kaiser. Schlechte Nachrichten. Ja, Claudia, was gibt? Caroline ist nicht in der Klinik. Wo ist sie? Ich denke, sie ist zum Jugendamt. Allein? Dürfen die ihr denn da einfach so Akteneinsicht gewähren? Ja, Claudia, das dürfen sie. Wie soll sie damit klarkommen? Wie soll ich sie auffangen, wenn ich überhaupt nichts weiß? Können wir nicht auch Akteneinsicht beantragen? Nein, ohne Carolins Einverständnis dürfen sie dir gar nichts sagen. Bist du mir noch böse? Nein. Sehen wir uns heute Abend? Ja, wenn du willst. Ja, Thomas, bitte. So, Linus. Du kennst das ja. Mach mal Mund auf. Ah, ja. Deine Mandelentzündung hat sich durch die Schokonüsse verschlimmert. Wir können dich noch nicht operieren. Gut, aber jetzt nur noch Nüsse. Dann geht die Entzündung nie mehr weg. Irgendwann müssen wir dich operieren. Nur mit Caroline. Uns geht es mir wie Elvis. Kein Blinzer mehr. So viel Blut. Och, Elvis. Habt ihr sie wegen der Nüsse gefeuert? Guten Morgen. Caroline, da bist du ja. Es tut mir leid. Ich bin zu spät. Das nächste Mal gibt's nur noch Leckertabletten. Elvis the Pelvis? Wo warst du? Ich musste was Wichtiges herausfinden. Was denn? Naja, zum Beispiel, dass ich in Wahrheit Jasmin heiße. Wieso Jasmin? Du bist doch Caroline. Was ist schöner? Jasmin oder Caroline? Jasmin. Caroline. Jasmin, das riecht so gut. Jasmin, Caroline, das ist doch nicht wichtig. Wichtig ist, wer man ist, wo man herkommt und wo man hingehört. Siehst du den Jungs noch was vor? Wozu habt ihr denn Lust? Pauls neues CT ist da. Oh, das sieht doch schon viel besser aus. Bleibt es trotz der Entzündung bei der OP von Linus? Nein, bleibt es nicht. Dann bestelle ich also den OP wieder ab. Ja. Chantal Singer. Wohnhaft Glashüttenstraße 8C, Hamburg. Tätigkeit auszubildende Friseurin. Arbeitgeber Salon Uschimatzstraße 10, Hamburg. Leiblicher Vater unbekannt. Kleiner Schatz, endlich bist du auf der Welt und das Schönste, was ich je gesehen habe. Wie gerne würde ich dich behalten. Aber du sollst es mal besser haben als ich. Deswegen möchte ich, dass du in eine richtige Familie kommst. Mit einer Mutter und einem Vater, die für dich sorgen und für dich da sind. Auch wenn ich dich die nächste Zeit nicht sehen darf, in Gedanken bin ich immer bei dir. Wenn du diesen Brief liest, bist du wahrscheinlich alt genug, selbst zu entscheiden, ob du mich kennenlernen willst oder nicht. Ich zähle die Tage und Stunden bis zu unserem Wiedersehen und hoffe, dass du mir verzeihst. Einen dicken Kuss von deiner dich immer liebenden Mutter, Chantal. Weißt du, was tut man nicht? Es ist ihre Tochter. Nein, ist sie nicht. Caroline ist adoptiert. Sie hat es vorgestern erst erfahren, zufällig. Zum 17. Geburtstag? Zufällig? Ja.
Und leider nicht von mir. Das ist eine Katastrophe. Für sie, für mich. Deshalb war sie heute Morgen beim Jugendamt. Immerhin ist jetzt wieder da und arbeitet. Würden Sie wissen wollen, wer Ihre leibliche Mutter ist? Ich? Ich hätte keine ruhige Minute mehr. Ich auch nicht. Hier noch eine Gurke. Eine Gurke? Mhm. Wie wäre es mit Paprika? Ja. Eine rote und eine grüne. Und die grüne? Und Grapefruit brauche ich noch. Grapefruit? Wo ist Grapefruit? Ja, reicht. Und drei Williamsbirnen aufs Haus. Dankeschön. Bitte schön. Oh Mist, jetzt habe ich doch glatt mein Portemonnaie vergessen. Ich schreib's an. Mir leid. Danke. Sehen wir uns mal? Wer weiß? Heute? Ich hole dich ab. Du weißt doch gar nicht, wo ich wohne. Ich weiß alles über dich. Tschüss. Danke. Kemal, sie nutzt dich nur aus. Ach, Mama. Tschüss, Oschi. Wie geht's? Mahlzeit. Sag mal, wie willst du deinen Kosmetikstuhl abstottern, wenn du nie da bist? Aber hier brummt's ja auch wie Hölle. Uschis Frisiersalon war immer schuldenfrei, immer. Und meine Kundschaft kommt nach Termin und das immer. Bei dir kommt ja keine. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich irgendwas für Sie tun? Waschen, schneiden, füllen? Nein, ich wollte zu Chantal. Sie wurde mir wärmstens empfohlen. Empfohlen? Ach was. Von wem denn? Einer jungen Patientin. Einer jungen Patientin? Wer denn? Ist das jetzt wichtig? Nein, Sie bleiben. Chantal macht Sie so schön, wie Sie sich noch nie vorher im Spiegel gesehen haben. Sie haben eine ganz feine Haut. Aber Sie können Ihrer Augenpartie mal was Gutes tun, ne? Sie meinen meine Krähenfüße. Wir sind doch hier unter uns, wir Mädels, unter 40. Hätten Sie was dagegen? Ja, natürlich. Folgen Sie mir bitte. Wie lange dauert denn Ihre Behandlung? 45 Minuten. 40 Euro. Die sich lohnen. Sie haben noch die Zeit, oder? Ja, ja. Arbeiten Sie schon immer in Uschis Salon? Ich habe hier Friseur gelernt. Und seitdem arbeiten Sie hier? Nein. Was denken Sie denn? Naja, ich dachte... Simsalabim? Sie können zaubern? Ich war mal Assistentin bei einem Magier. So richtig mit weißen Kaninchen und allem? Ja, so mit Bauchdurchsägen und allem. Wenn man die Tricks einmal erkennt, dann wird es auch schnell langweilig. Das fühlt sich an wie Ayurveda. Das ist Ayurveda. Ich habe 2 Jahre in Indien verbracht. Gibt es irgendwas, was Sie noch nicht gemacht haben? Mittelstürmer bei St. Pauli. Und was für eine Ärztin sind Sie? Kinderärztin.
Ach so? Und welche Patientin hat mich empfohlen? Ein Teenager. Viel zu alt für meine Station, aber spät pubertierend. Sind wir doch irgendwie alle, oder? Haben Sie Familie? Nein. Sie? Ja, eine Tochter, sie ist 17. Und mein ganzer Stolz. 17. Und wie kriegen Sie das alles unter einen Hut? Kind und Ärztin für die Kinder anderer Leute? Ach, das ist alles eine Frage der Organisation. Gut, jetzt entspannen Sie sich ein bisschen. Das muss eine Weile einwirken. Ich bin gleich wieder da. Ist was? Die macht mich ganz wuschelig. Vielleicht hörst du einfach mal mit dem Rauchen auf. Ja, du mich auch. Ach, Sonja, du bist aber früh. Caro, ich muss was mit dir besprechen. Besprechen? Was? Ja, was du jetzt vorhast. Willst du ihr schreiben oder sie anrufen oder... Ich wollte einfach bei ihr vorbeischauen. Hast du dir mal überlegt, was ist, wenn deine... Eine richtige Mutter? Ja. Ja, wenn deine leibliche Mutter... Was ist, wenn sie gar keinen Kontakt will? Natürlich will sie das. Was macht dich denn da so sicher? Ich habe einen Brief von ihr. Caro, den hat sie damals geschrieben. Hast du in meiner Tasche gewühlt? Es gibt nur einen Brief von damals. Habt ihr ein Problem? Max, halt einfach mal die Klappe. Caroline, ich will doch nur, dass du nicht enttäuscht wirst. Caro! Ach, da sind Sie ja wieder. Und, alles in Ordnung? Die kleinen Meinungsverschiedenheiten verschärfen sich. Irene, kümmerst du dich bitte um Max? Ja. Entschuldigung, ja, wo finde ich denn Chantal Singer? Die Chantal hier unten im Erdgeschoss. Hm, Dankeschön. Und du wirst bitte bei uns in mein Treppenhaus. Ja. Ich weiß, Karls Heiligtum, aber ich sitze trotzdem hier. Kann man da nicht juristisch irgendwas machen? Ich meine, eine Möglichkeit, den Kontakt zwischen Caroline und ihrer Mutter zu unterbinden. Das Büro ist geschlossen. Komm morgen früh in meine Kanzlei. Ach, Thomas. Weißt du, solange keine Gefahr in Verzug ist. Sie wird dir nicht gut tun. Ich habe sie gesehen. Du hast was? Wo hast du die Adresse her? Aus Caros Tasche. Ja, man schnüffelt nicht in den Sachen anderer, ich weiß. Ich fasse es nicht, Claudia. Lass deine Tochter doch endlich ihre eigenen Erfahrungen machen. Glotzen, ne?
suche eine Chantal Singer. Steht vor dir? Ich geh schon mal rein. Ja. Haben Sie diesen Brief geschrieben? Vor etwa 17 Jahren. An eine Jasmin. Ich kenne keine Jasmin. Ja, dann treffen wir uns vielleicht besser bei einer günstigeren Gelegenheit. Wie auch immer du heißt, lass mich in Ruhe, ja? Hey Süße, was ist denn los? Das wird heute nichts mehr, lass mich alleine, bitte. Was ist denn passiert? Das hat irgendwas mit der Kleinen zu tun? Wer war das eigentlich? Ich glaube, das war meine Tochter. Ich habe sie zur Adoption weggegeben. Zur Adoption? Wie kann man sein eigenes Kind zur Adoption weggeben? Okay, Mann. Sowas gibt's bei uns nicht. Dafür hat man Oma, Opa, Schwester, Cousine, die kümmern sich drum. Komm, aber Moral predigen kann ich jetzt gar nicht. Tut mir leid. Vielleicht noch was mal. Wir wollten es ihr sagen, wenn sie 14 wird. Aber dann starb Karl und Caro und ich waren völlig... Caroline war nie allein. Und du bist das auch nicht. Ich bin zu spät. Deine Kundin ist weg. Kein Wunder, wenn es ihn ein zweites Mal versetzt. Es gibt einen Grund. Aha, wie heißt er denn dieses Mal? Hey. Keine echten Gefühle vor der Kundschaft. Meine Tochter stand plötzlich vor meiner Tür. Nach 17 Jahren, gestern Abend. Ich stand plötzlich da. Ich habe sie weggejagt. Ja, hast du denn ihre Adresse oder eine Telefonnummer? Chantal, du warst damals 17, hattest die Schule abgebrochen und deine Lehre hier. Warum rufst du sie nicht einfach an und verabredest dich mit ihr? Hm? Was soll ich denn sagen? Ist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Das schaffst du schon. Sag, es tut dir leid. Hm? Hallo, hier ist die Mailbox von Karin. Die Mailbox? Schwester. Vor dem Pieps. Sag danach. Was. Schönen Tag noch. Tschüss. Hallo, Jasmin. Hier ist Chantal. Hallo, Caroline.
Ich bin in Uschis Frisiersalon. Da arbeite ich. Mhm. Ich war so blöd gestern Abend. Das tut mir total leid. Ich habe das nicht hingekriegt. Du kannst doch nicht einfach so bei mir auftauchen. Aber sonst gerne. Also bei Uschi. Ja. Hier, bei Uschi. Ich rede Murmel. Entschuldige. Ich hasse sowas. So Abis. Kommst du? Bitte komm. Schöne Rede. Hallo. Jetzt einmal den linken Ärmel und dann den rechten. Genau. So, jetzt ist es kalt. Jetzt schneiden sie ja gleich die Kehle auf. Elvis, du machst sie nur noch mehr verrückt. Blut, dein ganzer Mund wird voll Blut sein. Ja, Elvis, wir wissen's. Max hat's gut. Der ist jetzt zu Hause. Das ist das Einzige, was du jetzt spürst, ist der winzige Pizza von der Narkose, okay? Sehr gut. Und? Fertig? Ja. Na, dann kann's ja losgehen, Linus, hm? Blut, Schweiß, Tränen, Ströme vom Blut. Ist ja gut, Linus. Ist gut. Ah, Frau Dr. Kaiser. Meinen Sie nicht, dass ich es ein bisschen übertreibe? Wie soll sie denn beurteilen können, ob sie Chirurgin werden will, wenn sie mit Blut zieht? Ja, dann viel Spaß beim Blut. Na dann. Alles in Ordnung mit dir? Mhm. Dann zähl mal mit Linus von 10 an rückwärts. 10. 9, 8, 7, 6. Entschuldigung. Ist nicht schlimm. Fräulein Caroline, Augen auf bei der Berufswahl. Blöde Sprüche kann ich selber. Danke. Tschüss, Uschi. Oh, das sieht nach Ärger aus. Gerichtsvollzieher. Dann sollen Sie den blöden Stuhl halt mitnehmen. Ich denke, die haben dich erst angemahnt. Ach, da klebt doch noch der Kuckuck drauf. Passt es jetzt besser? Hallo. Ach, du bist das. Ich bin wer? Ja. Hübsches Kind? Ja. Willst du mir vielleicht die Haare schneiden? Also Haare schneiden, das mache ich hier. Ich mache hier nur Kosmetik. Ach so. Ja, dann zeig mir doch, wie man sich schminkt. Ich bin oben. Na? Geh doch mit. Und lass dich verwöhnen. Wie findest du den? Ich glaube, der würde zu dir passen. Ich mag den du hast. Den gibt's hier nicht. Ich will doch nicht, dass jeder damit rumrennt. Ach so. Entschuldige. Entschuldige, ich reg totalen Schwachsinn. Da ist er. Oh, ein Traumenlachs. Ja. Warum? Warum hast du mich damals weggegeben? Weil ich Angst hatte. Guck mal, ich war doch selber gerade 17. Und meine Mutter war in Alk und hat Stress gemacht. Ich habe mir das nicht zugetraut. Und dein Vater? Angeblich Beleuchter bei einer Punkband. Und mein Vater? Ein One-Night-Stand aus der Disco. Jetzt hast du ja mich. Komm, lass mal schauen. Naja, das sieht doch toll aus, oder? Gefällt's dir? Mhm.
Sollen das die Sachen sein? Ja, oder? Ja. Oh, und das kommt noch dazu. Okay. Zahlen Sie bar oder mit EC-Karte? Ich. Mit EC-Karte. Okay. Zeit, dass ich meine Finanzen auch mal wieder in Ordnung bringe. Das ist uns allen so gegangen. Selbst Dr. Geller, damals noch Assistenzarzt im OP, stand wie eine Eins. Der OP-Arzt setzt das Skalpell an und Dr. Geller wusch. Geh ich nicht zu dieser Frau hin. Warum denn auch? Nach der Abfuhr von gestern Abend. Claudia, was ist mit dir los? Deine Tochter ist völlig aus der Spur. Ich mit 17, das willst du gar nicht wissen, was ich da alles getrieben habe. Was denn? Benimm dich endlich wie ein Erwachsener. Das ist total bescheuert. Namen die Herren. Namen die Herren. Was ist denn das für ein Laden? Beiger. Schwere Jungs mit dicken Hosen. Warte! Heute ziemlich leer die Hose, wie es scheint. Piloten und so. Hi, Spike. Hey. Hey, Chantal, was machst denn du hier? Hallo, Merkel. Hey. Wegen dir bin ich hier. Was wollt ihr trinken? Ein Bier und eine Cola? Mhm. Und wer bist du? Das ist ihre Tochter. Jasmin. Ich wusste nicht, dass du eine Tochter hast. Ich weiß auch nicht, wo du letzte Nacht gepennt hast. Witzig, Chantal. Bier, Cola. Kümmerst du dich mal 3 Minuten um meine Tochter? Na klar. Chantal hat eine Tochter. Ja. Und ihr hier? Wir spielen Pool. Cool. Willst du auch mal? Darf ich? Ja. Cool. Anfängerglück. Mann, die pfändet meinen Kosmetikstuhl. Ich brauche meine Kohle zurück. Chantal, das wird echt schwierig. Das wird echt schwierig. Was soll das heißen? Es geht einfach nicht. Das ist echt Talent. Echt? Das macht 3,70. Stimmt so. Ein Fünfer. Danke. Das ist echt ein heißer Finger, deine Kleine. Das ist ab jetzt meine Tochter. Warum pumpst du die doch nicht an? Ich kenne dich irgendwoher. Von den Harley-Days vielleicht? Wie heißt du überhaupt? Jasmin. Und wie bist du so unterwegs, wenn du unterwegs bist? Mit einer Fairbag. Eine Fairbag? Du kannst doch an die 30 tanken. Ja, ich habe das geerbt von meinem Papa. Dein Papa konnte sich eine Fairbag leisten. Ja, er hatte mal was im Lotto gewonnen. Wie, der hat im Lotto gewonnen? Blue Cloud Divers. Was ist das eigentlich? Fallschirmspringen. Wenn du Lust hast, schau doch mal vorbei. Skydiving. Fallschirmspringen? Spike ist da Mechaniker und Lehrer. Echt? Sehr oberkrass. Bist du auch schon mal gesprungen? Klar. Und Billard spielen tust du auch? Ihr seid noch wach? Wie siehst du denn aus? Das trägt man jetzt so. Wo warst du? Shoppen und Billard spielen mit Chantal. Billard spielen mit Chantal? Ich dachte, das hätte sich erledigt, diese Angelegenheit. Aber das ist doch keine Angelegenheit, Claudia. Das ist der Anfang einer wunderbaren Beziehung zwischen Tochter und Mutter. Ach übrigens, Chantal hatte mich Jasmin genannt und ich möchte, dass ihr das ab heute auch so tut. Naja, ich muss ja morgen früh raus, also gute Nacht. Jasmin. Die Zeiten werden härter. Vielleicht solltest du dich lieber dieser wunderbaren Beziehung stellen, bevor sie für dich zur Katastrophe wird. Sie wird für mich zu keiner Katastrophe. Doch, Claudia. Es wird Zeit, dass du dich mit dieser Chantal triffst. Lad sie ein. Chantal und ich in meinem Haus? Ja, Claudia. Tu was. Sie ist deine Tochter, aber auch ihre. Niemals. Eins, zwei, drei. Edge, du hast gepennt. Hättest mich schlagen können. Linus, du darfst nicht reden. Iss lieber dein Eis, sonst esse ich es. Ey, das ist mein Eis. Caroline hat Linus das Eis geklaut. Hier, probier mal, Mama.
Das ist Nusseis. Wer hat ausgerechnet Linus Nusseis gegeben? Da muss erst eine Schülerpraktikantin kommen, um uns vor einer weiteren Katastrophe zu bewahren. Sehr gut, Jasmin. Willst du nicht Chantal mal zu uns zum Kaffee einladen? Morgen um 4 vielleicht? Mhm. Und du, Linus, erstmal neues Eis. Und wir schauen uns mal deinen Hals an, hm? Ja, frag sie. Ja, mach ich. Komm doch rein. Das ist ja fast wie ein Vorstellungsgespräch. Ach, Quatsch, so schlimm wird schon nicht werden. Herzlich willkommen. Hallo. Ich bin Thomas. Ich bin Chantal. Freut mich. Bitte. Ja. Wow, so viele Bücher. Und der Garten ist ja schön. Hallo. Hallo. Die sind für Sie. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Danke. Bitte sehr. Danke. Kaffee? Tee? Ja, gerne. Aber was? Kaffee, bitte. Ist das noch der Kuchen von meinem Geburtstag? Ja, wir haben ihn ja gar nicht berührt. Möchten Sie ein Stück? Ja, gerne. Danke. Stimmt, du hattest ja Geburtstag. Alles Gute nachträglich. Die ist für dich. Die hat meine Mutter mal von Keith Richards geschenkt bekommen. Angeblich. Wow, danke. Keith Richards von den Stones? Mhm. Meine Mutter war da mal Groupie. Aber sein Kind bin ich nicht. Da wären Sie ja von gutem alten Rockadel. Was soll jetzt der ironische Unterton, Claudia? Ich meine, du schenkst mir einen Kaschmir-Pullover und das hier... Ist ja viel mehr wert als ein Motorroller oder ein Wochenende in London. Claudia versucht nur Caroline. Ich heiße Jasmin. Ich meine, außerdem, diese Brosche von Keith Richards, die ist London. Das muss ich ja nicht dahin fahren. Claudia versucht, Jasmin ein verlässliches Umfeld zu geben und ihr sämtliche Möglichkeiten offen zu lassen. Thomas, hältst du dich da bitte raus? Ach so, ich dachte, Sie... Nein, Thomas ist nicht mein Adoptivvater. Und wo ist dein Vater? Papa ist vor 5 Jahren gestorben. Herzinfarkt. Ich bin hier nur der Freund des Hauses. Quatsch nur. Thomas ist mein Freund. Und Sie arbeiten auch als Arzt? Nein, nein, ich bin Anwalt für Familienrecht. Familienrecht? Ach so, verstehe. Thomas ist privat hier. Und Sie leiten einen Kosmetiksalon? Mhm. Also, ja. Jasmin, wolltest du nicht Chantal das Haus zeigen? Ja, Mama, da musst du mal hin. Ist echt klasse. Voll im Kiez. Fast schon Kult. Chantals Salon. Ich glaube, deine Mutter war schon mal da. Wie jetzt? Ihr kennt euch? Ja. Oder sie hat mich besucht, aber nicht gesagt, dass sie deine Adoptivmutter ist. Ich dachte, ich war in Uschis Salon. Stimmt, das ist Uschis Salon. Ich konnte noch nie mit Geld. Ich bin nicht so ein Erfolgsmodell wie Sie. Dafür habe ich gelebt. Ja, und ihr Kind weggegeben. Tut mir leid, ich möchte gehen. Claudia, du bist und bleibst so blöde Kuh. Lad sie doch einfach mal ein. Super Idee. Wieso? Chantal ist doch eine entzückende Person. Mit einer Stones-Brosche. Deshalb musst du sie aber nicht gleich so kränken. Und wie es mir dabei geht, das fragt überhaupt keiner. Sag mal, was glaubst du eigentlich, wie du mit meiner Mutter umgehen kannst? Ich hasse dich. Kennt mich alle mal. Ich hasse dich. Schau zu, wie du das wieder gerade blickst. Weißt du was, Thomas? Du kannst mich nur. Ihr mich auch. Alle. Mama? Mama! Mama, mach auf!
Mama, es tut mir leid! Schon wieder. Bitte tu mir das nicht an! Hast du gedacht, ich nehme wieder Tabletten? Mama, wenn du das möchtest. Ich werde deine nie wiedersehen. Versprochen. Chantal, ich wollte mich von dir verabschieden. Verabschieden? Wieso denn? Ich glaube, es ist besser, wenn wir uns nicht mehr sehen. Besser für wen? Für Claudia? Wir haben uns doch gerade erst kennengelernt. Es ist nur... Ich habe es ihr versprochen. Ich habe Angst, dass sie sich was antut. Es gab da mal so eine Zeit... Nach Papas Tod. Einmal war sie total überdreht und dann hat sie wieder nur geschlafen. Einmal dachte ich, sie wacht gar nicht mehr auf. Es war nicht fair, wie sie dich behandelt hat. Entschuldige bitte, aber deine Mutter ist... Wenn jemand stirbt, das ist immer schlimm. Aber dafür darf sie nicht sich und dich bestrafen. Kommst du morgen zu mir? Morgen. Weil Sie Ihre Tochter suchen, die ist mir heute noch nicht untergekommen. Sie kommt. Geht. Die ist krank, sie hat Fieber. Mhm. Hauptsache, Sie bleiben cool. Nur noch dieses eine Mal. Hallo. Hey. Hat sie das von dir verlangt? Nein. Ich will nicht, dass sie wieder ausflippt und diese scheiß Tabletten nimmt. Wenn ich eins gelernt habe, dann ist das, lass dich nie erpressen. Ich soll dich von Spike grüßen. Spike? Echt? Der redet nur noch von der Lady mit der Fab Egg. Was machst du da? Ich mach dein Gurt zu. Ach so. So, Arm gekreuzt vor der Brust, Kopf in den Nacken und auf meine Schulter. Schön. Beine angewinkelt. Mhm. Erst wenn ich klopfe, nimmst du die Arme seitlich. Okay. Beine immer schön angewinkelt lassen. Ganz schön blöd so angewinkelt, oder nicht? Ja, schön und funktional. So wie ich. Claudia. Wo kommst du her? Aus 4000 Meter Höhe. Freier Fall. Fallschirm. Supergeil. Supergeil? Fallschirm? 4000 Meter? Ja, ich im Tandem. Spike ist der Tandem-Master. Chantal darf sogar schon allein springen. Chantal darf sogar schon allein springen? Du wolltest sie nie wiedersehen. Ich bitte dich, sie ist meine Mutter. Bis vor 4 Tagen nicht mal mehr gewusst hat, dass sie dich Jasmin genannt hat. Ich habe ihr verziehen. Ach, seid ihr jetzt ein Herz und eine Seele? Willst du vielleicht zu ihr ziehen? Ja, warum nicht? Ich kenne sie ja kaum. Prima. Dann kann sie gleich mal 5000 Euro für dich pro Semester zurücklegen. Tu mal mit deinem scheiß Studium. Das ist doch jetzt voll bescheuert, Claudia. Alles Gute und viel Spaß. Wie du meinst. Was wird mit London? Das kannst du dir abschminken. Hey.
passen wir da nicht auf. Hab ich doch. Hey, ich wohne ab jetzt bei dir. Ja? Hast du noch eine zweite Zahnbürste? Ja. Wow, ist ja echt schick hier. Was gibt's denn zu essen? Nicht viel, glaube ich. Chantal, ernährungstechnisch bist du echt voll die Pleite. Cool. Na gut, dann eben Pizzaservice. Sparen wir uns den Abwasch. Oder versteckst du hier irgendwo eine Geschirrspülmaschine? Die können mich mal. Nein, können sie nicht. Du machst nicht denselben Mist wie ich, ja? Fliegst du mit mir nach London? Hm. London? Wie? Naja, ich hab doch den London-Trip zum Geburtstag geschenkt bekommen. Der war für dich und Claudia gedacht. Nein. Für mich und meine Mutter. Und außerdem ist es mein Geburtstagsgeschenk. Du bist hier ein richtig gerissenes Biest. Nur wir zwei. Das geht doch nicht. Heute Nachmittag geht's los. Ich hab Kundschaft. Du lügst doch. Nein. Nur wenn du zur Klinik gehst. Ja, mach ich. Aber wir machen das. London. Gebaut? 7.92 Uhr, 8.85 Uhr, 11.88 Uhr. Na, Frau Doktor? Falls Sie meine Tochter suchen. Die ist bei ihrer Mutter. Nee, ist sie nicht. Sie schiebt Bettwache bei Paul. Bis zum Abi bleibe ich sowieso bei ihr. Und danach, wer weiß, vielleicht gründen wir ja dann unseren eigenen Frisiersalon. Oder wir übernehmen gleich den von Uschi. Was machst du überhaupt noch hier? Was machst du? Paul! Paul! Ist das dicke Luft hier? Du hast 2 Meter. Ich hab gar keinen. Du kannst diese gern haben. Vorsicht bitte. So, dann bekomme ich hier noch eine Unterschrift von Ihnen. Danke, mich. Hallo. Wie siehst du denn aus? Der Flieger geht in 2 Stunden. Nehmen wir ein Taxi oder fahren wir mit der S-Bahn zum Flughafen? Jasmin, ich kann nicht mit dir nach London. Ja, aber warum denn nicht? Ich kann auch nicht deine Mutter sein. Aber du bist doch meine Mama. Gehört doch mehr dazu. Ich konnte es damals nicht sein und ich kann es heute noch viel weniger. Die haben mir gerade meinen Kosmetikstuhl unterm Arsch weggepfändet. Ich bin pleite. Deine Mutter hat recht. Ich bin eine Null. Ich bin gerne deine Freundin und du kannst jederzeit zu mir kommen. Aber ich will und ich kann dir Claudia als Mutter nicht ersetzen. Schon verstanden. Tut sie jetzt? Sie fährt mit dem Taxi an die Alster, kauft sich ein Eis und bezahlt mit ihrer EC-Karte. Glaubst du doch wohl selber nicht. Erst stirbt ihr Vater, dann hat sie plötzlich 2 Mütter und dann gar keine mehr. Also ich an ihrer Stelle, ich würde mich umbringen. Fremde Handys, aber das hier klingelt zum 3. Mal hintereinander und es ist immer derselbe Anrufer, bitte. Danke. Thomas.
Du, ich habe eine seltsame SMS von Caroline bekommen. Hast du die auch? Ich bin frei wie ein Vogel. Ich fliege nicht nach London, sondern falle aus allen Wolken frisch in die Welt. Falle aus allen Wolken? Ja, aus allen Wolken, das kann nur Hafenholm sein. Da, wo ihr gesprungen seid. Da, wo wir gesprungen sind. Ich hab dich gewarnt. Springen macht süchtig. Aber heute spring ich allein. Nicht an deinen Bauch geschnallt. Nee, heute springst du gar nicht. Heute kommst du mit mir in die Halle und da kriegst du deine erste private Theoriestunde. Und wenn du brav bist und fleißig, springst du in 3 Monaten alleine. Aber Chantal hat mir gesagt, dass sie schon mal ein 2. Mal allein springen durfte. Ja, aber da wurde sie von 2 Mann an jeder Schulter für jede Sekunde festgehalten. Die haben bei ihr auch die Leine gezogen. Ich habe heute keinen 2. Mann. Und wenn ich nur mit 1 Mann springen will? Ich war auch 17. Ich habe gedacht, meine Welt geht unter. Dann habe ich sie weggegeben und weitergemacht wie vorher. Ich habe nichts gelernt. Ich habe sie zum 2. Mal weggegeben. Weißt du, Chantal, ich glaube, ich habe auch sehr viele Fehler gemacht. Ist doch egal, ja. Den Hilfsschirm hier und lässt ihn los auf dieses Zeichen. 1500 Meter und ich immer an deinem Arm. Wenn sich der Hauptschirm nicht richtig öffnet, rennst du rechts ab und ziehst dann links die Reserve. Okay, du immer an meinem Arm. Ich glaube, das sind sie. Der in dem blauen Anzug ist Spike. Scheiße, wir müssen da hin. Gelaufen. Das kannst du wohl sagen. Was machen wir denn jetzt? Warten. Es tut mir leid. Ich wollte einfach nicht mehr. Ui. Bist du verletzt? Ich? Nein, die da so saublöd im Baum hängt. Also, ich bin, glaube ich, ganz okay. Spike, du bist ein Oberarsch-Vollidiot! Ich habe ihn den Fallschirm geöffnet.
Ich hab sie gerettet. Zu Ihnen komme ich später. Caro, bist du verletzt? Ich weiß es nicht. Meine Tochter weiß es nicht. Ist ja nicht meine. Ach, Mama, hör auf, das ist nicht lustig. Los, Chantal, steig ein! Warum machst du nur so einen Scheiß? Ich hatte das Gefühl, er wollte mich plötzlich beide nicht mehr. Ich weiß es doch auch nicht, warum. Ich habe 3 SMS verschickt. Aber von euch kann ja keiner lesen. Oder zumindest nicht rechtzeitig. Es tut mir so leid. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich hab dich so lieb. Ich dich doch auch, Mama. Und was ich angeht, ohne Spike Schubert, werde ich persönlich dafür sorgen, dass du nie wieder einen Fallschirm in die Pfoten kriegst. Seid ihr denn alle bekloppt? Ohne mich wäre die jetzt mausetot. Schluss jetzt! Das ist alles meine Schuld. Ohne dich wäre sie nie da oben gewesen. Spike wollte das gar nicht. Ich habe ihn dazu überredet. Er kann doch gar nichts dafür. Es ist furchtbar, eine Tochter zu haben. So schön. Und? Was machst du jetzt mit deinen beiden Müttern? Ja, was mache ich denn jetzt mit euch? Mach du, was du willst. Mach, was du willst. Na gut, dann mache ich das ab jetzt mit euch beiden. Sehr schön. Wollen wir fahren?